Mann hier hinter mir hat einfach ein Bild von sich und ihm gepostet und alle Leute, die das gesehen haben, haben sofort die Polizei angerufen. Dieser Mann hier hinter mir heißt Josh, er ist 32 Jahre alt und hat eine wirklich schreckliche Vergangenheit hinter sich. Denn er war tatsächlich mit einer Frau verheiratet, ungefähr 7 Jahre lang, die ihn von heute auf morgen auf die Straße gesetzt hat und sich scheiden lassen hat. Dadurch hat Josh tatsächlich auch noch seinen richtigen Job verloren und er war wirklich am Ende. Er wusste nicht mehr weiter, er kannte überhaupt niemanden in der Gegend, weil er nämlich in einem anderen Land vorher gewohnt hat und extra für seine Frau eben in ihr Land umgezogen ist. Also eine wirklich traurige Vergangenheit, doch Josh hat nicht aufgegeben und er wollte einen Neuanfang mit ihm und sein eigenem Leben machen. Also hat er die Stadt verlassen und hat sich eben eine neue Stadt ausgesucht und ist in New York gezogen. In New York angekommen, hat er erstmal direkt nach einem Job gesucht, den er auch sofort gefunden hat. Unter anderem hatte sein Chef ihm sogar noch eine richtig coole Wohnung versprochen, die er auch am Ende bekommen hat, weil der Chef eben den Vermieter kannte. Doch nun hat noch eine Sache Josh gefehlt. Und zwar war das einfach ein kleiner Weggefährte, wie zum Beispiel ein Hund. Also ist Josh in ein Tierheim gegangen und hat sich einen richtig süßen und kleinen Pitbull zugelegt. Ein paar Wochen sind vergangen und der Hund wurde wirklich ein wenig größer, weil Pitbulls eben schon ziemlich schnell wachsen. Nach ein paar Wochen dachte er sich, wie gesagt, er postet einfach mal ein Bild von ihm und seinem Hund auf verschiedenen sozialen Plattformen und daraufhin haben alle Leute sofort die Polizei animiert, die das Bild gesehen haben. Denn was Josh nicht wusste ist, dass leider Pitbulls in seiner Stadt, in dem Stadtteil, wo er in New York gewohnt hat, verboten war. Tatsächlich hat es auch ein paar Stunden später an Joshs Tür geklopft und die Polizei stand mit 2 Streifenwagen vor seiner Wohnung. Josh hat natürlich aufgemacht und wollte sofort wissen, warum die Polizei da war. Und die Polizei hat tatsächlich gesagt, dass es strengstens verboten ist, so eine Hunderasse, nämlich den Pitbull, in New York zu halten. Also wollten sie den Hund mitnehmen und sogar einschläfern lassen. Doch das hat sich Josh natürlich nicht gefallen und er ist mit dem Gesamten einfach vors Gericht gegangen. Er hat sich einen Anwalt geholt und die beiden sind tatsächlich vors Gericht gegangen. Und dort ist etwas Unglaubliches passiert. Und zwar an dem Gerichtstag war Josh mit seinem Anwalt gerade angekommen, wo er einen alten Schulkollegen getroffen hat, unten im Hof. Die beiden haben sich ein wenig unterhalten und nach ungefähr 10 Minuten sind beide eben ihren Weg wieder gegangen. Als Josh und sein Anwalt dann einfach in den Gerichtsraum gegangen sind, haben sie gesehen, dass der Richter genau der Mann war, mit dem sich Josh 10 Minuten lang unterhalten hat, nämlich sein damaliger bester Schulfreund. Josh hat ihm natürlich sofort alles erklärt und der Richter, nämlich Joshs besten Freund, hat natürlich sofort einen Schlussstrich gezogen und wollte einfach die Polizisten verhaften lassen und einfach suspendieren. Denn er meinte, auch wenn Pitbulls in der Stadt nicht zugelassen sind, darf er sie trotzdem abgeben. Josh hatte eben Glück und er hat das ganze Gespräch mit den Polizisten aufgenommen gehabt und dabei hat man natürlich sofort gesehen, dass die Polizisten gesagt haben, dass der Hund eingeschläfert werden soll, obwohl es nicht rechtens ist. Josh hat seinen Freund natürlich nur richtig ehrenhaft sich bedankt und zwar hat er ihm einfach kleine Welpen von seinem Hund ihm geschenkt. Das war's vom Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin und ciao.